Seid ihr herzlich willkommen. Eine allgemeine Legung, wo wir das anschauen, was die erste Karte zeigt. Das ist nämlich das Hauptthema. Und auf das lege ich dann die Karten aus. Wie ich schon erwähnt habe, das ist eine allgemeine Legung, aber es besteht die Möglichkeit, diese Orakel zu buchen, wenn du keine konkreten Fragen hast, sondern du möchtest wissen, was ist momentan die Hauptthema und wie geht es weiter. Und schauen wir an, was ist aktuell die Hauptthema? Die Wolken. Du befindest dich in einer Lebenslage, wo etwas undurchschaubar ist. Oder du hast einen Brief erhalten oder einen Vertrag und das sollst du nochmal überprüfen, weil dort ist etwas undurchschaubar. Oder du hast Kontakten, das kann Freundschaft sein, familiär oder Partnerschaft. Und du weißt nicht, was der andere möchte. Es ist alles undurchschaubar. Diese Karte ist eine Zeitkarte und bedeutet halbes Jahr. Wenn du jetzt zurückdenkst, was hast du erlebt vor halbes Jahr, das kann auch die Hauptthema sein, weil diese Situation kehrt wieder zurück. Oder eine Person kehrt wieder zurück, hast die gleiche Thematik wie vor halbes Jahr. Und wie geht es weiter? Die Wolke verschwindet, weil hier sehen wir, die Sonne scheint. Also das muss geklärt werden und das klappt auch. Das wird jetzt geklärt. Thema kann dein Zuhause sein oder eine Immobilie oder Familie. In beruflichen Ebenen kann Selbstständigkeit bedeuten, wenn du etwas aufbauen möchtest. Oder in der Liebe ein gemeinsames Zuhause. Es ist auch möglich, bis jetzt war alles undurchschaubar, weil er hat es nicht gesagt. Aber jetzt scheint die Sonne, beleuchtet diese Thematik und er spricht das an. Es geht alles voran, aber so wie diese Dame hier zeigt, muss noch zurückblicken, weil etwas ist noch undurchschaubar. Ihr plant etwas, ihr möchtet etwas aufbauen. Oder handelt sich um Familie, eventuell Veränderung, ein Umzug. Ist auch möglich, dass hier um Vertrag handelt und du sollst das überprüfen. Etwas ist noch undurchschaubar. Dieser Berg kann Berglandschaft auch sein, ein Ausflug in den Bergen, aber bedeutet auch Hindernisse. Diese Wolke kann momentan noch ein Hindernis sein, wenn etwas undurchschaubar ist, familiär oder bei Selbstständigkeit oder bei Reisen oder Veränderungen. Die Chancen sind schon da, dass etwas klären kann, weil die Sonne scheint, aber hier ist noch ein Hindernis, was überwinden muss. Dieser Sarg, diese Karte symbolisiert Sarg, kann Erbschaft sein, dass etwas zurückkehrt, was du erlebt hast vor halbes Jahr, die gleiche Thematik. Damals war undurchschaubar, damals war ein Hindernis, aber aktuell kannst du das klären und hier kommt auch die Bewegung, kannst du etwas abschließen. Also muss nicht unbedingt Erbschaft sein,
sondern diese Karte kann symbolisch bedeuten, etwas abschließen. Und hier ist ein Brief und dieser Brief ist unterwegs zu dir. Dieser Brief kann etwas Schriftliches auch bedeuten, ein Vertrag zum Beispiel. Und das hat mit diesem Haus was zu tun oder hat mit familiären Themen was zu tun. Eventuell handelt es sich hier um Erbschaft. Und hier sind die Missverständnisse oder Streitigkeiten. Aber das beendet dieser Sarg. Und hier klärt sich etwas auf. Jemand kommt entgegen, möchte das mit dir auch klären. Dann ist die Hindernis und diese Streitigkeit geht zum Ende. Wenn das um eine Erbschaft handelt, dann kann immer noch diese Problematik auftauchen und auch die Missverständnisse. Und für dich persönlich ist das alles noch undurchschaubar. Aber nicht für immer, weil bald scheint die Sonne, beleuchtet die Thematik und das klärt sich etwas auf. Und das war diese allgemeine Legung. Thema ist etwas, was undurchschaubar ist. Wenn euch dieser Video gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr das liked und meinen Kanal abonniert. Vielen lieben Dank. Und ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe, eure Dendera.